Aber schön, dass ich Sie einmal kennenlerne. Ich wollte immer mal mit Ihnen auf der Bühne stehen. Sie kennen mich, Freunde. Ja. Wo ist jetzt Mariechen? Ach, Sie wissen nicht, wo es Mariechen ist. Sie wissen nicht, wo es... Ich habe ja beide angeschaut. Und wissen, ja, das sollten Sie eigentlich ja wissen. Junger Mann, Sie schauen doch bläder aus, als Sie sind. Das war jetzt ein Kompliment, ne? Also wenn jemand was, wo es Mariechen ist, dann doch aber Sie. Sie müssen es doch wissen. Ah ja. Sobald ich draußen bin, verspreche ich Ihnen, dauert es nicht mehr lang, dann kommt das Marie. Ich bin ja ein blöd, Mensch. Der junge Männer immer. Schön. Ja, das ist ja hier. Ich merke schon. Ja, ja. Ich merke schon, das ist alles so mein Altersglas da, ne? Was ist das so? Da haben die jungen Burschen. Das war mein Zivi. Ach Gott, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Mein Zivi war das. Ach, war der immer ordentlich, ne? Der hat immer alles gelappt, der hat immer nackt putzen gemacht bei mir. Ne? Ja, da kommen wir schon zu anderen Kaliber, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, dieser, der ist bei uns auch in der Gemeinde, ne, im alten Seniorenkreis. Ist die, ja, weil wenn unser Pfarrer, der Pfarrer Kania, nicht kann, dann übernehme ich den Seniorenkreis. Ne? Dann haben wir unseren Mesner, den Albert und die Schwester Theresia. Und dann mache ich immer das Programm. Ne? Ist immer schön. Ja, ja. Sag der schön, sonst lässt du keinen Krapfen mehr anfaschen. Ist es schön? Wunderbar, ne? Und obwohl der ja Lutherische ist, darfst du zu uns Katholischen kommen. Ne? Da sind wir offen. Ne? Bloß umgekehrt dürfen wir das nicht machen. Ne? Schön. Ne? Ja, da jammern sie mir die Katholischen, dass keiner mehr in die Kirche kommt. Ja, ist ein Wunder. Was kriegst du denn bei denen? Ein trockene Obladen? Ein trockene Obladen geben sie dir mehr. Die Lutherischen, da kriegst du so eine kleine Weinprobe. Ne? Ja. Stellst die dreimal Ohas an, shoppen beieinander. Da haben wir sie wundern. Ne? Na, ihr habt ja schon euren Shoppen. Ne? So, jetzt bin ich mal in dem Schuppen da. Schwarze Treppen, ist das doch die Aussegnungshallen genommen? Und bin ja richtig, ne? Na, was nicht? Also schön. Die sind nicht beim Öhlein, die Schuhe, du brauchst nicht wieder neu gaggern. Das ist wieder die Gaggerbetti. Zuhör, fängst du das an? Oh, machen wir jetzt eine Podiumsdiskussion? Nicht jetzt, nicht ich. Ne? Ich bin jetzt droh. Du hockst dort, ne, kein Wein mehr, drum babbelt jetzt. Es ist aber typisch, kaum ist, sind die Leute in einem Theater drin. Sind schon mal aufgefallen? Sind sie im Theater und sobald das Licht eingezogen wird, mahnen ja manche immer, sie verlieren ihre Stimme. Und dann müssen die immer überprüfen, ob ihre Stimme noch da ist. Und dann geht's los. Anna fängt an, 30 machen mit. Hast schon mal so ein Grundquärch in einem Theater drin. Und wenn sie dann keine Stimme haben, brauchen sie ja einen Bonbon. Das ganze Jahr über fressen sie keine Bonbon. Aber kaum hocken sie im Theater, brauchen sie einen Bonbon. Dann kramen sie in ihre Handtaschen rum, finden nichts. Ja. Dann fleicht ihnen der Lippenstift raus, der scheppert vor zum Orchestergraben, macht ein Hebberer, fleicht nunter auf die Bauge. Bumm! Du schaust schon gar nicht mehr, was vorne ist, konzentrierst dich bloß nur auf die Sullen vor dir, weil sie mit dem Bonbon rummacht. Ne? Jetzt hat sie den Bonbon, aber das ist ja dann auch die Theaterhandtaschen. Da ist ja der Bonbon mindestens schon über ein Jahr lang drin. Der hat schon sämtliche Jahreszeiten durchlebt. Heiß, kalt, feucht, trocken. Der pappt dann besonders schön ans Papier dahin. Ja, da mahnen ja die Bläden immer, je langsamer sie den Bonbon auswickeln, umso unauffälliger ist es. Du stierst bloß noch auf die Frau vor dir. Ja, dann kommt der Bonbon im Mund und dann wird das Papier wieder zusammengelegt, weil man könnte es ja nochmal brauen. So wie Weihnachten, wenn das Geschenkpapier glatt gestrichen wird, kommt nein in den Schrank. Man kennt es ja noch mal braun. Nach 10 Jahren ist der Schrank voller Geschenkpapier, weil keiner mehr dran denkt. Und dann geht's Bonbon-Gefresse los. Die können ja nicht normal Bonbon lutschen. Na, da kommt der Bonbon unter die Zunge, wird erst einmal eingespeichelt. Und mit der Zungenspitze hauerst den Bonbon dann vor zum Eckzahn. Der Eckzahn gibt ab zum Backenzahn. Der Backenzahn gibt vor zum Schneidezahn. Der Schneidezahn hinter zum Eckzahn. Der Eckzahn zum Backenzahn. Das ist ein Flipperautomat, das ist ein Dreck dagegen. Wirklich? Also, Horst. Ha. Ist doch wahr. Und immer das Maul offen beim Bonbon lutschen. Da haben sie so eklige Eukalyptus-Bonbon, da kommt ein Duft raus um dich rum. Ich bin schon dreimal rausgegangen, weil es mir kaum hat. Ha. Brauchst du denn ins Jahr, wenn sie es nicht sehen wollen? Meine sind wir da, rennen sie mir nein da. Nabucco zum Beispiel. Alles rennt in Nabucco nein, wie ich am Gefangenenchor. Wie ich 2,5 Minuten hocken sich die Leute 3 Stunden in Arschwund. Hm? Und der Wagner, der Ritschi,
Der ist ja nur schlimmer. Meiste sind ja von Nürnberg. 6 Stunden hockst drin und dann stirbt keiner. Wo ist die doch immer frei, dass einer abgestochen wird? Nix. Wie schon? Bist du eigentlich wieder zusammengestellt? Ja, wie schön. Wie ein Gasbogen Mehlgarmer drin. Skala-like, ist doch schön. Schau hier, da habe ich Blümle-Schwarz und ein wenig da blau, Auerbicini. Und ja, was? Auerbicini. Was soll denn bitte Auerbicini sein? Ja, da, die Farbe, da ist Auerbicini. Das ist Aubergine. Ach Gott, kannst du schon sprechen. Die Farbe heißt Aubergine. Ach, schmarri doch. Na, Freund, man sagt doch auch beige und schreibt beige. Hast du schon mal ein beige gefressen? Ach, das hast du wieder Ahnung. Ja, freilich. Du bist doch der. Du weißt ja noch, wie wir über den Markt sind. Dann war die Gemüsehändlerin, sag ich, sagen Sie mal, was sind denn das da für Dinger da? Dann sagt die Gemüsehändlerin, das sind Auberginen. Die werden eingeführt. Schreit sie über den ganzen Markt, siehst du das, du hättest es wieder gefressen. Ja, so was bin ich unterwegs. Das schön. Mein Jäckler da, das passt wunderbar dazu. Ich hab das schon mal gesagt, du musst was Gescheites nehmen, ein gescheites Waschmittel. Die Jacken waren mal so schön grün. Das war mal grüne Jacken? Ja. Und ich hab dich schon gesucht. Ja. Das ist aber ein schönes Theater da, ja. Ne? Fang halt auch einmal an, Theater zu spielen. Ich kann doch das nicht. Schau, ich bin ja bei uns im Seniorenkreis, beim Pfarrer Kania mache ich das auch. Schau, ihr habe ich es auch schon beibracht, ne? Da haben wir Romeo und Julia gespielt. Ja, und sie war die Lerche, oder was? Na, die Daumen. Die Daumen und die Amme hat es gespielt. Die Amme. Ja? Der Pfarrer hat den Romeo gespielt. Das ist ja schön. Darum ist die Julia daheim geblieben. Aber das kannst du auch. Das kann ich dir beibringen. Ich bin eine sehr gute Regisseurin. Was? Ja, das kann ich dir mal üben. Dann suchen wir uns so ein kleines Stückchen raus, dann machst du das. Ich weiß nicht, ob ich das... Das ist gar nicht schwer. Schau mal her. Du gehst einfach, gehst her, stellst dich so in die Mitte rein und sagst... Oh, du Geliebter mein... Lass mich dein Urinstein sein! Und sie sagt, so was mit Urinstein. Ja, wir machen kein Bauernspann, sondern sagst du, lass mich doch dein Tausendsasa sein. Dann kommt von dort der Ehemann. Dann sagst du, ha, ich bin entdeckt. Dann zieh ich dir eine Pistole raus, schießt auf dich, peng. Dann sagst du, ich bin getroffen. Brichst zusammen, brötscht aufs Pflaster, Ausschlussgor. Das ist aber kein abendfüllendes Stück. Am ganzen Abend erträgt mir dich auch nicht. So, das probieren wir gleich einmal. Geh mal dann über, ja? Dann versuchen wir das einmal. Und Action! Was? Action! Was ist Action? Das ist Englisch. Was hast du denn? Das heißt so viel wie Schaus aufhängst, Blady Co. Für Blady Co haben die so einen kurzen Ausdruck. Action! Und Action! Hier. Komm ich da, ne? Ja, geh rein. Ich komm. Jetzt geh. Oh, du geliebter mein, lass mich doch dein 100-Wasser sein. 1000-Sasa. 1000-Sasa sein. Der Ehemann kommt. Ah, ich bin entdeckt. Zieh die Pistole, schießt, peng. 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 Du bist getroffen. Du bist getroffen. Mich muss er doch das schießen. Ich bin getroffen. Spielst du jetzt doch mit, oder was? Nein, du sagst, ich bin. Du sagst... Nein, du sagst einfach nur, ich bin getroffen. I am what I am. Nein. And what I am. Schieß halt nochmal. Peng. Nicht du, der Ehemann. Brustschuss. Nein, ins Knie schießt er nicht. Und jetzt? Zusammenbrechen. Zusammenbrechen. Ja. Das geht flugs. Dein Tausendsasser sein! Ich hoffe, die Grunden. Nein. Marie, das ist nix. Geh auf.
dreh durch. Ich dreh auch gleich, ich hab's dir auf das. Du, wie ein Prell der Frusch liegst du unten rum. Das geht so nicht, da musst du dich mit mir anstrengen. Obwohl, ich fall schon lang nicht mehr dran. Bald bleibst dran. Du musst das Ganze mit viel mehr, mit mehr Pfiff machen. Mit mehr Pfiff? Ja. Nein, du sollst nicht diese Savannah parodieren. Ach, die war Mallorca. Nimm mehr Schwung, mehr Esprit, mehr Elan. Hm. Also, ob noch mal gegenüber. Ob mach ein wenig. Mehr Schwung. Und Action. Mehr Esprit. Mehr Action. Elan. Action. Ich komme. Oh, du Geliebter mein. Lass mich doch dein Tausendsasser sein. Peng. Ich bin getroffen und entdeckt. Dein Tausendsasser sein, so! Nein, 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 nein. Das Grauen kehrt zurück. Ja. Du einmal dein Brauereisgals Arsch aufzeigen. Mein künstliches Hüftgelenk hängt jetzt in der Kniekehle. Da ist dein künstliches Hirn auch schon untergerutscht. Das ist nichts, das geht so schnell. Da können die Zuschauer das gar nicht so genießen. Mach's einmal langsam. Schön langsam. So in Slow Motion. Ich kann nicht mehr. So in Zeitlupe. Ne? So wie halt dein Denkprozess abläuft. Deine wäre standbildend. Und Action! Ja, warte, wo ist mal wieder weg? Ja, und, Blädeko? Ist los? Ja. Langsam. Ja. Oh, du Geliebter mein, lass mich doch dein Tausendsasser sein. Ich bin in dich. Ping. Und getroffen. Dein Tausendsasser. Fein. Horch einmal. Pass auf deinen Rock auf, bei der Feuerwehrmann von der Seiten reinschaue. Das ist auch nichts, Mariechen. Na, dir fehlt was. Was das machen? Ich mache jetzt den Ehemann, der dich entdeckt. Ja. Vielleicht inspiriere ich das mehr, dass es ein wenig deutlicher geht. Ja? Also nochmal. Und Action. Da ist mir ein wenig am Frack langsam mit dem blöden Schmarri da. Lady Cole? Ja. Oh, du, Geliebter mein, lass mich doch dein Tausendsasser sein. Mir war, als würde ich entdeckt. Lady Coke. Ach so, ja, ja, ich komm. Ha! Hilf mir, Leopard. Wie kommst denn du auf Leopard? Ich schau dir den mal an. Da meint man ja, wir spielen Daktari. Daktari, wer will den Daktari überhaupt noch sehen? Das machen die jetzt wieder. Der Minister, der macht jetzt da sogar mit der Clemens. Du meinst Clarence, den Löwen, der auf einem auch blind war. Hm. Der Clemens ist auf beide Augen blind. Ja, der Clarence hat doch Schiegel. Oh, der Schiegel ist doch wascht. So. Hauptsache feste Augen hat er gehabt. Die Augen ist nichts für mich. Ja, das merke ich schon. Das ist, da bist du einfach keine Figur dazu. Ach, keine. Überhaupt keine Figur, sag ich dir. Ne? Wieso Figur? Ja, bei der Figur hast du keine Figur. Hm. Ja, ich hab schon eine Figur. Ja, weil ich aus der Figur, was halt für Figur?